Seid gegrüßt, meine lieben Zwerge, Gnome, Hobbits und natürlich auch Eglardon zu einem neuen Part Pokémon Sonne mit dem Zwergenfürst. Demnächst kommt Pokémon Ultrasonne und Ultramond raus in den Handel. Daher dachte ich mir, ich spiele mal einen zusätzlichen Part Pokémon Sonne, wo das ja jetzt bald erscheint, die neuen Editionen, und wage mich an den Kampfbaum. Ja, ich habe hier in der Zwischenzeit ja nicht sehr viel gemacht. In der Zwischenzeit, der letzte Part ist ja etwas lange her. Und ja, ich bin schon mal den Weg hier, wie ihr seht, gegangen. Ich habe schon die Trainer hier bekämpft. Den beschwerlichen Weg habe ich schon bewältigt. Der hier sieht aus wie Team Skull, ist aber kein Team Skull-Mitglied. Ja, heute werden wir uns mal in den Kampfbaum wagen hier. Willkommen in meinem Kampfbaum, wo die Kämpfe in Alolas Geschichte eingehen. Für immer verewigt, eingeritzt in Holz. Ja, ich dachte mir, ich mache das mal so als Zusatzpart. Ich werde den Kampfbaum jetzt wahrscheinlich nicht komplett erledigen, aber ich dachte mir das als Extrapart, als Zusatzpart. Einfach so mal zum Anlass. Ja, ich zeige euch mal auf der Karte, wo ich gerade bin. Wir sind hier auf Pony. Dort hier. An dieser Stelle. Hier ist der Hafen, an dem wir anlegen. Dort kann man hier über die Seite hier, da kann man zu dem. Hier ist so eine Schlucht, wo dann die Inselherausforderung passiert. Da habt ihr auch schon mal ein paar zu sehen. Und dann kommt man hier über den Weg, der bis dato versperrt war. Hier in diese Ebene von Pony. Das ist so eine ganz große Ebene. Und da kann man dann über dieses Gebirge dann hier entlang zur Küste von Pony und dann hier den erschwerlichen Weg, den beschwerlichen Pfad zum Kampfbaum hin. Das ist gar nicht so schwer. Nach der Bewältigung der Top 4 wird dir das quasi zugeworfen. Du erhältst von dem Professor Kukui einen Brief, in dem drin steht, du sollst dich da nach Pony begeben und sollst zu Route sonst was an den Punkt und so, und dann wirst du da sozusagen vom Spiel hingeschubst bis hin. Und ja, ich laber nicht zu viel, sondern ich begebe mich jetzt mal hier rein in den Kampfbaum. Ja, Kampfbaum, der Kampfbaum. Ich habe ihn in Pokémon Sonne in dem Haupt-Let's Play vernachlässigt. Ich habe den einfach nicht gespielt, da ich es nicht für nötig hielt. Und ich war der Auffassung, der Kampfbaum gehöre nicht wirklich zur Story mit dazu. Daher könne ich ihn auch rauslassen und nach den Credits einfach das Spiel abbrechen. Und das habe ich auch gemacht. Und wie gesagt, das wird heute nur ein Bonus-Part. Wir gehen mal Richtung Kampfbaum. Oh, da kommen zwei alte, bekannte, neue Figürchen. Wer das wohl ist? Lass mich raten. Du bist Zwergenfürst, oder? Ja. Das ist mein Name. Du siehst, da siehst du es rot. Ich weiß eben Bescheid. Punkt, Punkt, Punkt. Ah, stimmt ja, das ist ein RPG. Punkt, Punkt, Punkt. Das sind die richtigen Dialoge. Mein Name ist Blau und das ist Rot. Freut uns, deine Bekanntschaft zu machen. Du bist sicherlich der Champ von Alola. Ja, kann man so sagen. Du bist schließlich der Champ von Alola. Gratulation. Wir waren auch Champs, aber in Kanto. Hat schon was so eine Begegnung und unter Champs
Meinst du nicht auch rot? Punkt, Punkt, Punkt. So gesprächig, wie immer. Was? Wie dem auch sei, ich bin jedenfalls ein Trainer und wenn ich einen anderen starken Trainer sehe, dann will ich auch gegen ihn kämpfen. Das wird gut, wirst schon sehen. Gegen wen von uns beiden willst du antreten? Oh, cool, ich darf mich jetzt entscheiden, ob ich gegen Rot oder gegen Blau kämpfen will. Ich weiß natürlich nicht, was die für Pokémon haben und wer von denen stärker ist und was die Vorteile sind von denen. Rot und Blau, also Rot scheint mir besser zu gefallen. Und deshalb würde ich vermutlich auch Rot nehmen. Also ich habe Pokémon die ersten Generationen, also Rot und Blau, rote-blaue Edition nicht gespielt. Ich habe einfach keinen Gameboy Color und oder auf welchem Ding das läuft. Das ist einfach zu alt, um es gespielt zu haben. Ich bin auch noch zu jung, um das gespielt zu haben. Also, ich kämpfe gegen Rot. Pff, wenn du meinst. Punkt, 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 Ausrufezeichen. Die epischste aller Kampfmusiken in Pokémon Sonne. Pokémon Trainer Rot. Setzt Pikachu ein. Pika, Pika. Nice. John. Na, dich habe ich doch vermisst, John. Level 62. Na, nice. Was setzen wir ein? Ein Flammenblitz oder Dark Lariat? Ich versuch's mit Dark Lariat, weil sie so episch ist, diese Attacke. Volt Tackle. Ja, auf jeden. ja. Ich würde mal sagen, ernstzunehmender Gegner. Pikachu haben wir besiegt. Aber knapp. Nurak. Alter, was hat der für Pokémon? Pikachu und Nurak. Die epischsten, wie es aussieht. Was hab ich für Dinger? Ich habe einen Top-Trank. Ein Top-Beleber wäre jetzt ja besser, aber. Ein Top-Beleber hat Top-Genesung. Hat das jemand für mich? Nö. Ich bin natürlich bestens vorbereitet. Top-Trank. Über die Paralyse hätte ich eigentlich auch wegmachen müssen. Das wäre schön sinnvoll. Funkausschluss. Ach du Scheiße. Ich will ja nichts sagen, aber. Vielleicht ein klein wenig unterlevelt? Eventuell? Versuch's mal mit der Z-Attacke. Vielleicht lässt er uns zuerst einsetzen. Na komm, ist paralysiert. Na, Pustekuchen. Wir kommen nicht als erster dran. Na los, John. Okay. Ein Hin und Her. Jetzt die Z-Attacke. Die habe ich auch lange nicht mehr sehen dürfen. Hüllt sich in Z-Kraft. Nimmt alle seine Kraft zusammen und setzt eine Z-Attacke ein. Eines Name ist John Cena. Ungefähr so. Was zum Henker. Das war meine Z-Attacke und jetzt noch lange nicht alles gebracht. Ach du Scheiße. Ich habe nicht zu viele Tränke da. Das wird eventuell kritisch. Solgaleo, vielleicht kannst du da was ausrichten. Das legendäre Pokémon aus Pokémon Sonne. Das in Pokémon Ultra Sonne auch wieder auftauchen wird. Ich werde bloß allerdings Pokémon Ultra Mond spielen. Was? Hat er einfach mein Solgaleo besiegt.
Wie sieht's mit dir aus, Ash Paluzu? Alles alte Bekannte aus meinem Pokémon-Sonne-Let's Play. Wasser-Shuriken. Na, komm. Das bringt schon etwas. Lurak besiegt. So, wie viele Pokémon hat der noch? 4, wenn ich mich nicht irre. Ash Paluzu Verwandlung. Tada! Paluzu hat sich in Ash Paluzu verwandelt. Entwickelt eigentlich. Bisaflor. Oh nein. Oh nein, oh nein. Ich hab ein Wasser-Pokémon. Oh nein. Und wieso habe ich jetzt meinen John gerade nicht? Oh nein, 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 oh nein. Das ist schlecht, das ist sehr schlecht, das ist sehr, 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 sehr schlecht, sehr schlecht. Nein, 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 nein. Wo sind meine Beleber? Wo sind meine Beleber? Wo sind meine Beleber? Zack. Lass ihn überleben, lass ihn überleben, lass ihn überleben. Nein! Scheiße. Das Koyuz hätte ich gebrauchen können für einen anderen Kampf. Platzhalter. Ben! Wer kennt Ben noch? Ein Pikachu! Pika! Das muss ich jetzt kämpfen lassen. Donnerblitz. Donnerblitz. Na komm. Ups. Das habe ich nicht vorher gesehen. Ich dachte, es bringt etwas. Sie wurde bepflanzt. Aha. Interessant. Und er ist wieder komplett aufgeladen. Nice. Ich setze mal Tomp-Trank ein, obwohl ich davon noch nicht mehr so viele habe, auf John. Na dann komm jetzt mal her, John, und mach das Bisaflor alle. Bekanntlich sind dann Feuer-Pokémon doch die besten in Kämpfen gegen Blatt-Pokémon. Soweit ich weiß. Los, John. Worauf wartest du? Attacke. Ja, klar. Ah, alles klar. War aber nicht sehr effektiv. Okay. Ich nehme einmal Flammenblitz. Dürfte etwas bringen. Ich wurde wieder bepflanzt. Bepflanzt. Genau so. Und Kabums. Das war nice. Der Gegner wurde besiegt. Und John erhält Schaden durch Rückstoß. Das freut dich nicht. Das wollte ich gar nicht. Tut mir leid, John. Bin aber ich Level 59. Das ist ja gut. Drei Pokémon noch. Kriegen wir die hin? Ja, natürlich. Natürlich kommt jetzt ein Turtok. Pokémon wechseln. Und wer ist ein Ben eventuell? Elektro und Wasser, keine gute Idee. Ein Blatt bräuchte ich jetzt eigentlich. Ich habe kein Blatt-Pokémon. Schau mal, was passiert. Das. Ja. Da hätten wir noch Lukas. Der hat ja diese wundervolle Attacke. Schattenstoß. Und dann doch diese Kraft. Was? Das bringt nichts. Ja, das wollte ich sagen. Diese Kraft, die ihn überleben lässt. Kostümspuk. Nice. Ich habe dieses Pokémon geliebt. Das Mimikma. Ja, Psychokinese vielleicht. Eventuell. Könnte das bringen? Nö. Wieso auch? Nö. Jetzt haben wir mal ein Blatt-Pokémon. Würde ich mal sagen. Dann muss ich wohl oder übel. Scheiße. Muss ich wohl oder übel John dazu nehmen. Das ist keine weise Entscheidung, John zu nehmen, aber. Wo sind meine Beleber? Beleber auf Quaiju zu.
könnte auch etwas bringen. Hydropumpe. Das ist das Ende von Lucas. Nein, nicht. Oh, er ist stark. Er hält viel aus. So, Emma. Top-Trank. Ich habe nur noch 3 davon von der Sorte auf Quaiyutsu. Unter Umständen könnte Quaiyutsu hier etwas ausrichten. Etwas anrichten. Ausrichten kann er dem auch was. Ausrichten kann er dem gegnerischen Pokémon eine liebe Grüße von mir. Und eine gute Nacht. Hoffe ich zumindest, dass er das hinkriegt. Wie wäre es mit Arioas? Ich weiß nicht. Nicht gut. Nachthieb. Vielleicht. Das ist schlecht. Halt aus, Quaiyutsu. Vielleicht kannst du da irgendwas machen. Sondersensor. Bald sind meine Attacken alle. Ich habe nur 4. Alle getestet. Oh, Sondersensor scheint das zu bringen. Halt weiter aus, Quaiyutsu. Noch einmal Sondersensor. Wasserschuriken brauchen wir gar nicht auszuprobieren. Ist ein Turtok. Wasser-Pokémon. Wasserattacke gegen Wasser-Pokémon haben noch nie was gemacht. Nice. Level 63. Und gegnerisches Pokémon besiegt. Na komm, noch 2 müssten es sein. Wenn mich nicht alles täuscht. Die kriegen wir doch auch noch hin. Oder? Relaxo. Ich setze mal Wasserschuriken ein. Könnte was bringen. Ist das Relaxo sehr immun ist gegen fast alles. Das wird ein harter Bissen. Body Slam. March. Da ist er, March. Da geht er down. Da können wir hier zu. Los, Jon. Jon. Du schaffst es. Eine Feuerattacke. Ich bin ein Motorrad. Flammenwurf. Au, wahrscheinlich. Will ja nichts sagen, aber. Oh, Kacke. Was soll das werden? Okay, da Claria bringt etwas, aber ich wollte mal sagen, Game over. Was? Ich habe noch eine. Okay, ich habe noch eine KP. Top-Trank. Ja, wir haben noch 2 Pokémon im Team. John und Kaporiki haben wir auch noch. Den Beschützer von. Wie ist die Insel nochmal? Ich hab's vergessen, hab's lange nicht mehr gespielt. Los, Dachlariat! Es könnte eventuell was bringen. Ganz eventuell. Okay, noch einmal müsste ich es einsetzen. Ich werde es vermutlich nicht dürfen. Jo. Dann Kaporiki, tu dein Ding. Ich weiß nicht, ob der das schafft. Der schafft das. Komm, Vertrauen in Kaporiki. Er ist ein Herrscher-Pokémon. Wir schaffen das. Los, Kaporiki, Ladung, Stoß. Deine Herrscherkräfte. Nein. 1 KP. Im Ernst. Nein. Ah, das war so knapp. Fast hätten wir ihn besiegt. Zwangfrost hat keinen Kampf gegen. Zwangfrost hat keinen Kampf gegen Pokémon mehr. Scheiße. Da habt ihr das gesehen. Und wo sind wir jetzt? Wir sind ja an diesem Steak, auf dem Anleger in Pony. Nice. Ihr habt es gesehen. Es
ein guter Kampf, für den man trainiert sein muss. Um es in altertümlicher Sprache auszudrücken, es ist kein Pappenstiel. Oh, der will gegen uns kämpfen. Dann kämpfen wir noch gegen dich. Ja. Man nennt mich mitunter auch den wandelnden Attackenfachhandel. Es gibt keine Attacke, die ich nicht habe. Aber was nützt das, wenn ein Pokémon ohnehin nur auf die Attacken erlernen kann? Naja, der wird bestimmt etwas leichter sein. Auch wenn er sich Astrainer nennt. Na los, John. Können wir zumindest ein bisschen trainieren. Level 44, ja komm. Einmal Flammenwurf und dann war es das. Ich werde vielleicht gleich nochmal den Weg abgehen, damit ihr mein Bild davon habt, wie man zum Kampfbaum kommt. Und dann war es das auch wieder mit diesem kleinen zusätzlichen Part hier. Die ist ja nicht zu lange ausschmücken, also soll ja keine Überlänge bekommen. Selbst gegen Torhide übrigens was Rauhaut wirkt. Ja, gibt ja nicht mehr viel zu sehen hier, wenn das Spiel beendet ist. Außer diesen Kampfbaum und ja, gesehen, wie weit ich da komme. Gegen Trainer Rot. Alternativ könnten wir jetzt noch den Trainer Blau bekämpfen, aber mal gucken, was der so kann, was der für Pokémon hat. Der heißt schon Blau, ich vermute, der hat Wasser-Pokémon im Übermaß. Vermutlich ist Rot die beste Wahl für uns, da wir es ja schon fast geschafft haben. Zwei Pokémon hatten wir noch. So, und dann gehen wir mal hin zum Kampfbaum. Oh, ein wildes Pokémon. Na, was ist das? Ein Granbull. Okay. Das existierte schon in früheren Editionen, in früheren Generationen. Kein neues Pokémon. Dann geht's hier längs durchs hohe Gras, durch viel hohes Gras. Hier ums Eck rum. Hier haben wir noch den Trainer, den Koch, den wir schon besiegt haben. Und hier geht's durchs alter Pfad von Pony. Ja, das haben wir im Hauptabenteuer bewältigt. Oh, was haben wir denn hier? Ein Zygarde-Würfel. Ja, hier findet ihr noch einen Zygarde-Würfel. Hier geht's hoch, das ist dann falsch. Hier gab es meines Wissens auch noch irgendwo einen Zygarde-Würfel, aber egal. Habe ich vielleicht schon aufgehoben. Und dann geht's hier weiter und hier müsste eigentlich dann, ich glaube genau hier so an der Grenze hier müsste dann das alte Paar stehen, also dieses Paar aus, diese Besucher aus Kanto, die dann irgendwann im Hauptstory-Modus dann dazu kamen und dir diese ganze Sache mit den Zygarde-Würfeln und sowas erklärt haben. Die stehen dann hier und fordern dich zu einem Kampf heraus als frisch gebackener Arena Top 4 Champ und dann lassen sie dich erst durch und lassen dich weiter und dann kommst du hier hin auf diese idyllische Landschaft hier und dann musst du hier mal ein bisschen durch, bist du im Wald von Pony, der jetzt wieder ganz viel hohes Gras und Trainer, die ich noch nicht besiegt habe. Weiter geht's. So, haben wir den auch mal aufgeräumt. Item, was ich übersehen habe, X-Special. Okay. Oha, ich höre ein wildes Pokémon. Schreien. Hui. Vermeide hohes Gras. Oh, neuer Trainer. Wieso habe ich die alle übersehen? Habe ich die... Hä?
Wie geht's das? Wieso habe ich die übersehen? Wie kommt das? Seltsam, habe ich mich da durchgeschietet. Diese Knirrfisch. Ja, Nassschweiß. Könnte unter Umständen effektiv sein. Verzweifeln? Was? John und verzweifeln? Glaube ich nicht. Brauts. So, Knirrfisch besiegt. Zwei weitere Pokémon hat er. Lässt sich machen. Ja, bloß John müsste gleich besiegt sein. Oh, Knoga! Das, die Alola-Form von dem ist einfach episch. Schaut euch das an. Ich werde es trotzdem besiegen. Schaut euch diese Knoga an, wie episch das aussieht. Da geht es zu Boden. Tja, auch Aussehen schützt dich nicht vor dem Verlieren. Tja, kannst du noch so episch aussehen, bist du trotzdem ein Verlierer. Was ist das für ein ulkiger Pokémon-Namen? Ich kann es gar nicht aussprechen. Flammenblitz? Nein, das ist tödlich für John. Naja. Vielleicht ging es ja etwas. Okay, und was gemacht. Aber John ist auch tot. Ja, wir machen ja nicht mehr Westlock, falls wir es jemals gemacht haben im Let's Play. Lukas erreicht Letlock-Regeln. Schaut euch. Denn das ist auf jeden Fall gut geworden. Also, hat mir Spaß gemacht und ist auch ganz akzeptabel geworden. Okay, dann kann ich nicht lang. Das ist hier die große Ebene von Pony, die ich euch vorhin gezeigt habe. Busch. Baumwoll. Was kommt aus dem Busch? Ein Baumwoll. Solgaleo. Die Shiny Edition. Solgaleo und Shiny ist rot. Kommt zwar sehr selten vor, aber sieht dann sehr hässlich aus. Dich haben wir schon besiegt. Jo. Ach, ich latsche die ganze Zeit zu Fuß, obwohl es hier diese Pokémon-Dingens gibt. Tauros-Dingens. Gibt ja dieses Pokémobil, heißt das, glaube ich. Wildes Pokémon. Das Dektri mit langen Gottschalk-Haaren. Mr. Gottschalk. Thomas Gottschalk. Nee, ist weiblich. Und das wird nix. Dann setze ich mal Erdbeben ein. Damit wir das Epische auch mal gesehen haben. Okay, er hat sich selbst geschadet. Sinnvoll. Yo, das zieht ab. Und ins Licht. So, hier einmal durch. Ich habe natürlich alles wieder verlernt, wie man die steuert. Trotzdem komme ich einigermaßen gut zurecht. Mir das alles wieder beibringen. So, die haben wir alle trainiert. Oh, hier ist doch Lilly, oder? Ne, das ist Matsurika. Lilly ist leider abgefahren. Ist im letzten Part Pokémon Sonne. Traurigerweise. Abgereist. Hui, die wollen wir nicht besiegen. Hier durchs hohe Gras kommt man dann hier auf den beschwerlichen Pfad. Ist deshalb beschwerlich, weil hier ständig wilde Pokémon und auch Trainer lauern. Und da haben wir uns im Part begrüßt. Das ist das Genta, das kommt euch bekannt vor. Nochmal absteigen. So, dann hoffe ich, euch hat dieser kleine Zusatzpart, dieser Special Part gefallen. War nun mal so
als gute alte Erinnerung gedacht. Oh, hier liegt noch ein Item. Nebelsamen. Ding ist geil. Ist wahrscheinlich mal wieder nicht. Ja, dann würde ich mal sagen, sollte das der Fall sein, soll es euch gefallen haben, gebt diesem Video ein Däumchen nach oben. Lasst ein Abo da, wenn ihr neu auf meinem Kanal seid und ja, kein weiteres Video mehr verpassen wollt. Das ist völlig kostenlos. Das könnt ihr oben bei meinem Kanalnamen aktivieren oder jetzt in der Endcard einfach auf das hübsche Pixelbild dort klicken. Mein Kanal ist mein Kanalbild. Und darüber kommt ihr auch auf meinen Kanal, falls ihr dieses Video jetzt irgendwo anders seht. Ja, teilt dieses Video an alle weiter, damit sie auch dieses Video genießen können. Ja, dann sage ich noch, gehabt euch wohl, habt noch einen angenehmen festlichen Tag und ja, haut rein. Bis zum nächsten Video.